Hallo, willkommen bei einer neuen Ausgabe vom Videokanal vom Fantastischen Projekt. Heute und an den folgenden Tagen wollen wir ein bisschen darauf eingehen, was die Inspirationen waren, die zu den verschiedenen Geschichten des Fantastischen Projekts geführt haben. Das sind dabei hauptsächlich Sachen aus den 1970er und 1980er Jahren, aber da scheint ja einiges wiederzukommen. Und deswegen willkommen zum Fantastischen Adventskalender. So, jetzt sind wir soweit. Heute und an den kommenden Tagen geht es also um die Inspirationsquellen für das Fantastische Projekt. Die Beiträge sind ungefähr chronologisch geordnet. Ungefähr deswegen, weil es bei ein paar Gelegenheiten aus bestimmten Gründen nicht so ganz funktioniert, aber das erkläre ich dann noch. Heute, Tag 1, ist eine Einführung und ein Überblick und eine Zeitreise zurück ins 20. Jahrhundert. Und zwar in die 70er und 80er Jahre. Also beginnen wir mit einer Art Einordnung. Was war das für eine Zeit, in der die meisten Grundideen entstanden? Eine Zeit, die durch technische Umstände eine ganz besondere Kultur hervorbrachte. In den 70ern und einem Teil der 80er Jahre war beispielsweise die Videorekordertechnik noch nicht massentauglich. Videorekorder, so es sie überhaupt schon gab, kosteten ein Vermögen. Kassetten zum Aufnehmen ein kleines Vermögen. Und Kassetten mit Filmen ein mittleres. Außerdem musste man sich bei den Kassetten zwischen drei Formaten unterscheiden. Und wenn man also einen guten Film im Kino oder im Fernsehen gesehen hatte, musste man sich auf andere Medien konzentrieren, wollte man diesen Film wieder und wieder erleben. Zum Beispiel in Romanen, Comics oder in Hörspielen. Letztere wurden massentauglich und begründeten die Kultur, von der ich gerade sprach. Und sie brachte eine ganze Generation von sogenannten Kassettenkindern hervor. Und auch der Umstand, in Europa zu leben, brachte eine Besonderheit bei den Inspirationen mit ein. Während in den USA hauptsächlich Produktionen aus dem eigenen Land erfolgreich wurden, war man es in Europa gewohnt, zum Beispiel Fernsehserien oder Filme aus dem europäischen Ausland zu sehen und zu erkennen, dass beispielsweise gute Science-Fiction nicht unbedingt aus den USA kommen muss. Dabei kamen auch die etwas ungewöhnlicheren Werke zum Zuge, wie etwa Die dreibeinigen Herrscher aus England oder die Zeitreisegeschichte Die Besucher aus Tschechien. Mit der Godzilla-Reihe oder dem Kampf der Planeten war sogar Japan vertreten. Was fürs Fernsehen oder Kino gilt, gilt ebenso für den Comic-Bereich. Gerade in den 70er und 80er Jahren waren etliche europäische Reihen auf dem Höhepunkt ihres Erfolges. Tim und Struppi aus Belgien, Asterix und Lucky Luke aus Frankreich oder Gaston, Percy Pickwick oder Spirou und Fantasio. Bewegte Comics, also Zeichentrick, erlebte in der Zeit ebenfalls etwas Neues. Deutsche Studios arbeiteten mit japanischen zusammen. Und ohne es zu wissen, kam so eine Zeichentrickform nach Deutschland, die man heute Anime nennt. Vertreter dieser Zunft waren Vicky und die starken Männer, die Biene Maya, Sindbad oder natürlich Captain Future. Auch die Industrie der Heimvideospiele oder Telespiele, wie man damals sagte, erlebte ihren Aufstieg und Automatenspiele wurden für zu Hause umgesetzt. Zwar brauchte man angesichts der Pixelgrafik etwas Fantasie, aber das tat dem Spielspaß keinen Abbruch. Es ist dies auch die Zeit, als zum ersten Mal ein Klempner namens Mario eine hübsche Frau aus den Klauen eines fässerwerfenden Affen namens Donkey Kong zu befreien hatte. Mein erstes Telespiel hieß Yars Revenge und war von Atari. Die Spiele erhielten damals auch noch deutsche Bezeichnungen als seine Art, ja, Untertitel. Der von Yars Revenge war Die Rache der Superfliege. Die Rache der Superfliege, ja, 80er Jahre halt.
Und nicht zuletzt war die Generation der in den 70er Jahren Geborenen die erste, für die es von Anfang an ja sowas wie normal war, weite Reisen ins Ausland zu unternehmen. Und die Reiselust wurde aufs Vielfältigste von einer Industrie geweckt, die, so wie die Hörspiele, langsam ihre Massentauglichkeit entdeckte. Ja, das war die Einführung. So viel für heute. In den weiteren Folgen geht es dann ins Detail. In diesem Sinne, bis morgen.